2TV unterwegs in Bochum-Wattenscheid zur 600-Jahr-Feier und neben mir steht der Leiter vom Stadtmarketing, der Herr Dressel, richtig? Dressler, ja. Dressler, genau. Und wir sind die Werbegemeinschaft Wattenscheid. Stadtmarketing wird von Bochum aus betrieben. Hm? Aber diese Werbegemeinschaft ist dafür verantwortlich, dass dieses Fest über 5 Tage hier stattfindet. Richtig, ja. Das Fest wurde geboren aus einer Idee des Heimat- und Bürgervereins. Wir haben einfach Erfahrung mit der Durchführung solcher Veranstaltungen, haben das dann in die Hand genommen und mit vielen anderen Partnern zusammen diese Veranstaltung aufgezogen. Und wir sind alle begeistert, weil es ist ein Fest geworden von allen, für alle. Und durch dieses Motto von der Gemeinde zur Gemeinschaft haben wir wirklich genau das erreicht, was wir mit diesem Fest erreichen wollten, nämlich eine Gemeinschaft zu bilden, die auch dieses Fest und diese Veranstaltung getragen hat. Also ich habe ein paar Bilder davon gesehen von den letzten 5 Tagen. Wir sind ja heute am letzten Tag und ist ja wahnsinnig gut besucht worden, trotz des Wetters. Also wir hatten Rekordzuspruch hier für überhaupt irgendeine öffentliche Veranstaltung auf dem Alten Markt. Wir hatten gestern Abend etwa 5000 Menschen hier. Das war allerdings, muss ich der Ehrlichkeit halber sagen, nicht trotz des Wetters, sondern auch wegen des Wetters, weil wir haben ein tierisches Glück gehabt, immer in den entscheidenden Momenten war es trocken und der Himmel hat gelacht. Und wir auch. Sie lachen auch heute noch. Also gehe ich mal davon aus, die Werbegemeinschaft ist zu 100% zufrieden mit dieser Veranstaltung jetzt. Also ich sag mal so, wir feiern Watt 600 und wenn unsere Kinder in 50 Jahren Watt 600 googeln, wenn es dann Google noch gibt oder irgendein neues Medium, dann brauchen wir uns da glaube ich nicht verstecken. Gehe ich mal von aus. Aber ist ja nicht mehr steigerungsfähig jetzt eigentlich, oder? Da müssen wir lange drüber nachdenken. Ich hoffe, wir finden dafür eine Lösung, ja. Wird schwer. So sehe ich das auch, ja. Herr Dressler, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Danke.